gehen Sie zu Samuels und Taylor. So, Sesam, öffne dich. Sesam, öffne dich? Ja, Sesam, öffne dich. Haltestelle für San Cristobal Krankenstation und Sixten Synthetics. Was hat er denn gerade dafür Faxen gemacht? Guten Tag. Ripley, Taylor ist hier drüben. Ripley? Ist das Ripley? Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Was? Was? Nein! Nein! Warum? Nein! Na super. Auf Anweisung von Apollo abgeschaltet. Gut, wir haben keine Transits mehr. Ja, ja, ja. Also, wir sollen jetzt zur Krankenstation und ein bisschen Medikamente für die gute Taylor holen. Ist euch eigentlich mehr aufgefallen, dass der Samuels immer so nett und hilfsbereit ist? Irgendwie so. Der ist irgendwie so, ich weiß nicht. Durchhalten, Taylor. Ripley sucht nach Hilfe. Ich weiß nicht, der ist irgendwie so freundlich und nett immer. Also nicht, dass es schlecht wäre, ne? Ich mag den Charakter echt. Aber ich finde das irgendwie teilweise echt ein bisschen auffällig schon. So, einmal Spiel abspeichern. Auf zur Krankenstation. Und übrigens, wenn ich Krankenstation sage, da kommen wieder böse... Bitte melden Sie jegliche Transitfehlfunktionen umgehend. Ja, die Transite laufen nicht, wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Was ich gerade sagen wollte, ist, wenn ich an Krankenstation und Alien Isolation denken muss, da kommen direkt böse, böse Erinnerungen hoch. Ganz böse Erinnerungen. Ach, wir sind jetzt total falsch. Hahaha, wir müssen in die andere Richtung, ich Dulli. Gut. Da bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt, was uns gleich erwarten wird. Also, die Transits sind ausgeschaltet. Was bedeutet, wir können nicht mehr von Turm zu Turm reisen, sondern müssen das Ganze manuell gehen. Weil die sind ja quasi, das sind quasi wie so Zugstrecken zwischen diesen drei. Also die Station besteht ja aus so drei großen Türmen. Und mit den Transits kommst du eben von Turm zu Turm. Und wenn die nicht laufen, dann musst du eben halt zu Fuß gehen. Und das kann einige Zeit dauern. Guck mal, da liegen wieder ein paar Leichensäcke rum. Weil die inzwischen auch schon so aussehen, als ob da noch ein Skelett dran liegen würde. Nun gut. Ich habe einen Piep gehabt. Oh, eine Kiste. Subkutane Impfpistole. Guten Tag. Abgeschlossen. Hallo. Die guckt mich auch so an wie so ein Geist, ne? Als ob sie einen Geist gesehen hätte, meine ich. Menschen? Entschuldigung. Gut, wir machen weiter. Wir machen weiter. Kommen wir ja eh nicht rein, ne? Nee. Huch, was ist denn jetzt los? Ach, die Jalousien gehen auf. Das Sonnenlicht. Ich ertrag das als Gamer nicht. Au, okay, jetzt geht's wieder. Hä? Brauchen Sie Hilfe? Matt? Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Erstmal, wer ist das und... Na los! Trödeln Sie nicht so rum! Hä? Das kommt jetzt so mega unerwartet. Entschuldigung, aber erst einmal, ist er vielleicht der Typ, der uns die ganze Zeit mit den Kameras beobachtet? Und ich finde es gerade ein bisschen bedenklich, dass er direkt so hilfsbereit ist. Und da ist eine Kiste, ich will hier rüber. Warum können wir hier nicht rüberklettern? Da ist ein Audiolog, Mann. Oh, subkutane Impfpistole. Ja gut, damit bin ich auch zufrieden. Gut, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Fahrstuhl rein. Kommt mir aber alles sehr dubios vor, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und wir kriegen wieder einen wunderschönen Ladebildschirm. Sind übrigens, das sind ganz ehrlich meiner Meinung nach die schönsten Momente in diesem Spiel. Der Ladebildschirm. Das ist der sicherste Ort.
oder der einzigst sichere Ort in diesem Spiel. Ja, so. Laufen Sie weg, wenn Sie können. Ducken Sie sich oft, sorgen Sie für Ablenkung. Ja, danke, dass ich das wieder durchlesen darf. Mhm. Hier kommen wir auch nicht. Die Marshalls haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Den Lüftungsschacht? Wo soll denn hier ein Lüftungsschacht sein? Da hinten, glaube ich, ne? Ah, Taschenlampenbatterie. Die nehme ich natürlich mit. Dann mal ab in den Lüftungsschacht. Der Typ kommt mir aber noch so ein bisschen dubios vor. Ach so, er schließt den Schacht hinter uns. Ja, das ist ja super. Wenn das Alien von vorne kommt, dann sind wir nicht gefickt. Ich habe ein böses F-Wort gesagt. Mein Video darf jetzt nicht mehr monetarisiert werden. Ich traue dem Typen noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, das ist mir zu hilfsbereit. Im Gegensatz zu den Sachen, was uns sonst hier auf der Station bis jetzt passiert ist. Nee. Ganz, ganz merkwürdig. Die Besuchszeiten sind von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Vielen Dank. Haben wir es denn schon so spät? Plumps. Hier wieder eine unnötige Karte. Und hier kommen wir, denke ich mal, bestimmt nicht durch. Schlüsselkarte benötigt. Okay. Hier kommen wir nicht rein. Mhm. Ja. Merkt man. Hier können wir wieder speichern. Mach ich mal eben schnell. Was will der Typ von uns? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ist er das? Ich bin Coolman. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichliche in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. Morley oder Lingard? Warum will er nicht mitkommen? Also, er sagte ja irgendwie, sehe ich so aus, als ob ich könnte, aber er sieht ja vollkommen gesund aus. Warum könnte er denn nicht? Und der hat da so viel Loot ist da. Eine Kiste und ein Schränkchen. Da ist locker nichts drin. So, hier eine zerdrückte Bierdose. Ich schaue nochmal ganz kurz. Aber hier ist nichts. Sollen wir hier rein? Okay, wir sollen da durch. Dann würde ich sagen, ich gehe erstmal kurz in den Lüftungsschacht und schau mal, was es dort so gibt. Immer schön umschauen in diesem Spiel. Es sei denn, du befindest dich gerade in einer bisschen bremslichen Situation, dann muss es nicht unbedingt sein. So. Wo sind wir denn hier gelandet? Also auf jeden Fall sind wir jetzt hier gerade auf der Krankenstation. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ach, guck mal hier. Eine Ausweiskarte. Und was bist du für einer? Ich will so einen. Ich will so einen für meinen scheiß Schreibtisch. So. Scheint ja eher ein bisschen rar gesät zu sein hier. Okay, hier können wir eine Tür aufmachen. Wow. Wir sind mal wieder im Kreis gelaufen. Das ist natürlich super. Nochmal speichern, nochmal speichern. Ja, komm, noch einmal speichern. Können wir machen. Können wir, glaube ich, machen, ne? So, komm. Boah, ich hoffe ja, dass hier OBS diesmal hier wirklich den Sound mit aufnimmt. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe nämlich schon mal eine Runde gespielt und da hat er den Sound einfach aus irgendwelchen Gründen nicht mit aufgenommen. Ich weiß nicht, ob das einfach... Weil es war eingestellt, dass der Sound mit von der Elgato mit aufnimmt. Aber... Irgendwie hat das dann nicht gemacht. Und jetzt habe ich immer die ganze Zeit so Paranoia, dass es wieder nicht macht.
wobei er mir aber anzeigt, dass Sound aufgenommen wird. Ich gehe erstmal durch den Lüftungsschacht. Na los, also arbeiten wir fest zusammen, oder? Ja, das nenne ich mal Teamwork, du alter Schwede. Na gut. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen Sie mir einfach, wo die tragische Fälle. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Na gut, er weiß jetzt natürlich, wo alles ist und wir haben eben halt die Schleichskills, ne? Wenn ich das mal so behaupten darf. Ich werde mich erstmal ein wenig umschauen und... Oh. Ja, die Krankenstation. Der schönste Ort im gesamten Spiel. Nein, das ist der falsche Weg. Nee, das ist der richtige Weg. Ja, das sieht mir sehr richtig aus. So, hier wieder ohne... Warum sammle ich die eigentlich jedes Mal ein? Ich habe so einen Drang, die mitzunehmen. Boah, das ist irgendwie ekelhaft, finde ich. Das, ich finde, sowas ist immer mega ekelhaft. Vielversprechend, als ich hierher kam. Eine Tragödie, eine Verschwendung meines Talents. Aha. Ich finde das mega widerlich, wenn du so im Licht stehst und dann einfach auf so eine dunkle Ecke guckst. Weil du ganz genau weißt, jeder kann dich sehen, aber du kannst nichts sehen. Haufenweise Krankenbetten, aber keine Patienten mehr. Mich würde mal interessieren, wo die alle sind. Ich meine, hier müssten ja eigentlich sogar ein paar Leichen müssten hier eigentlich liegen. Gut, eine haben wir jetzt gefunden, aber es müssen noch mehr gewesen sein. Was ist das hier? Also eine Gummizelle? Es ist warm. Sie sind von Freunden umgeben. Die Sonne steht hoch am Himmel über ihnen. Wie fühlen Sie sich? Ich habe Angst. Schön. Mal eine Abwechslung. Hier ist auch wieder eine. Läuft hier was anderes? Ihr, da bin ich hingewichst. Sie stehen auf einem Hügel. Ihre Heimat liegt unten im Tal. Sie sind weit davon entfernt. Können es Sie doch nicht sehen? Halt doch die Klappe, Mann! Oh, ich bin hier gerade mit Spannung quasi der wieder dazwischen. Ja. Tragische Fälle. Aber Morley hat zu viel Zeit mit ihnen verschwendet. Die hätten nie hierher kommen sollen. Niemand hätte je hierher kommen sollen. So, Schnauze jetzt. Ich will entspannen, ja? Ich brauche auch mal hier eine kleine Auszeit, ey. Sonst drehe ich hier echt noch durch. So, wo geht's hier hin? Warum hat sich die Dose gerade bewegt? Ist es eine Geisterdose? Und die Kaffeemaschine macht sich auch schon selbstständig. Hier haben wir wieder einen Audiolog, den hören wir uns natürlich wieder an. Mag es nicht, wenn man mich ignoriert, Morley. Verstanden? Als ich heute die Arzneiausgabe benutzen wollte, wurde mir der Zugriff verwehrt. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen? Einige meiner Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden. Besonders angesichts der heiklen Lage auf der Station. Ich werde es nicht zulassen, dass das Wohlbefinden der Patienten gefährdet wird. Dies ist eine offizielle Warnung. Und damit das klar ist, ich habe kein Problem. Coolman, Ende. Das war gerade ein Audiolog von unserem guten Coolman, der hier auch gerade die ganze Zeit mit uns redet. Und er hat was davon gesagt, er hätte kein Problem und ihm wurden so ein paar Sachen verwehrt. Kann es sein, dass er selber vielleicht auch geistig so ein bisschen, ich weiß nicht, durchgedreht ist? Und deswegen vielleicht auch ein paar Medikamente braucht? So, wir speichern erstmal ganz kurz. So. Ich finde die Atmosphäre hier in der Krankenstation irgendwie so mega krass. Ich weiß nicht warum. Ich bin auch gerade am Überlegen, eigentlich... Ich mach da, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal eben kurz mache. Oh mein Gott, er geht ins Menü. Nee, warte, jetzt habe ich hier... So. Ich habe das Spiel mal ein bisschen dunkler gestellt, weil ich es einfach ein bisschen atmosphärischer finde. So, ich glaube, sonst gab es hier nichts mehr zu sehen, ne?
Zugangscode benötigt, okay? Ganz Morley. Genau, diesen Korridor entlang. Morley oder Lingard, hat er ja gesagt. Hier kommen wir nicht rein. Gerät unzureichend. Du bist inkompatibel! So, Sicherheitszugangsgenerator. Den haben wir natürlich dabei. So, einmal Ditte, einmal Ditte und einmal Ditte. Welch Glück, welch Wunder, ich angel gleich eine Flunder. Sie sind da. Ja. Das ist Morleys Büro und der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. So sehe ich übrigens auch aus, wenn ich mit dem Spiel hier fertig bin. Na, Kollege? Oh. Oh, ja, und... Nee, ich glaube, das trifft es sogar noch mehr. So sehe ich nach dem Spiel aus. Da fällt mir einfach der Kopf dann runter. Gut, hier einmal aufs Terminal zugreifen. Medikamentenmangel. Fehler. Ah, guck mal. Zugangscode gefunden? Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkante. Ja, darf ich das erstmal... Immer eine bei sich. Finden Sie. Ja, so, Zugriff nur für Führungspersonal. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Was? Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Kannst du ja nicht meine Schnauze holen, ich will hier lesen. So, Quarantäneprotokoll, San Cristobal, Krankenstation, aktiv, der Zutritt zum primären Pflegebereich ist ausschließlich Marshals und Führungspersonal gestattet. Universeller Zugangscode der Anlage, 1702. Systemscans zur Entdeckung möglicher Quarantäneverletzungen erfolgen alle 15 Minuten. Systemscans zur Entdeckung... Oh, und das ist wohl gerade passiert. Alle 15 Minuten wird hier irgendwie gescannt. Nach Quarantäneverletzungen. Das ist wohl gerade eingetreten. Was bedeutet, jetzt sind hier wohl so ein paar Sachen zu abgeschlossen? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Auf jeden Fall lautet der Code 1702. Ich glaube, das kann ich mir merken. Und warte mal. Ich meine, ich hätte hier noch gerade irgendwas mit Audio gesehen. Fehler. Zubehör? Nichts. Okay, als nächstes müssen wir die Schlüsselkarte vom guten Morley finden. Und ich glaube, der gute Morley wird höchstwahrscheinlich tot sein. Also müssen wir wohl seine Leiche erstmal finden. Aber ich komme ja nicht durch. Schauen wir doch einfach mal. Ach, guck mal, hier können wir auch nicht rein. Nein. Oh, Scheiße. Leute, ich glaube, wir haben ein Problemchen. Und dieses Problem trägt den Namen Pimmelkopf. Schön. Oh, Kacke. Nein. Okay, ganz vorsichtig. Oh, da kommt er. Versteck dich. Oh, Leute, jetzt geht's los, Leute. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir richtig mit dem Vieh zu tun haben. Quasi... Also richtig uns vor dem verstecken müssen und so einen Scheiß. Dagegen war ja das in der großen Halle vorhin beim letzten Mal ja noch Pipifax. Oh, Kacke. Und da kommt er auch schon. Guten Tag. Ja, sehr schön, mit Ihnen Bekanntschaft zu machen. Könnten Sie vielleicht verschwinden? Am besten wäre es jetzt ja, wenn er wieder in den Lüftungsschacht hüpfen würde, ne? Oh, Problem, wenn er jetzt hier um die Ecke kommt. Ich weiß nicht, ob er mich dann sieht. Wir haben nicht gespeichert. Wenn er mich jetzt umbringt, dann müssen wir uns diesen blöden Code nochmal holen. Okay, da hinten befindet er sich. Alter. Mami. Steht er die ganze Zeit wie so ein Schmalhörn die ganze Zeit in der Gegend rum. Der macht nichts. Speichert er vielleicht gerade selber? Der steht da einfach nur rum. Ich glaube, der will uns verarschen, ne? Ich glaube, der will uns... Nee, ist er im Lüftungsschacht. Ich hab's gerade gehört.
Ich habe so einen Turnschuh quietschen gehört. Das bedeutet immer, er ist im Lüftungsschacht. Ha! Oder auch doch nicht. Alter, das kannst du nicht machen. Lüftungsschacht. Mhm, Tobi, genau. Nein, 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 nein. Geh mal schön nach links. Ich glaube, ich bin auf seinen Schwanz getreten. Ja, hallo, guten Tag. Ich glaube, ich bin auf seinen Schwanz getreten. Wusste ich gar nicht, dass er das merkt. Schön. Ja, geil. Gut, Leute, also nochmal Code kurz holen. Wo bin ich jetzt? Ach, hier. Komm, pass mal auf, wir rennen da mal eben kurz hin. Ganz genau. Diesen Korridor einfach. Ja. Ist sehr gut, ist sehr gut. So, hier nochmal kurz reinhacken. Ja, das lief ja gerade richtig schön, du. Oder hat er uns jetzt einfach nur gesehen, weil wir noch in einem... Also, der hat uns vielleicht gehört? Weiß ich nicht. Wobei, um genau zu sein, kann das Vieh eigentlich gar nicht sehen. Das ist jetzt mal kurz so ein bisschen... Das ist Morleys Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Warum ist der Kopf schon runtergefallen? Ja, auf jeden Fall so ein bisschen Insider-Wissen nebenbei. Das Alien kann an sich gar nicht sehen. Es ist eigentlich blind und es hat ja diese Röhren hinten auf dem Rücken drauf. Und das ist dann eben halt so eine Art, ich sag mal, Radar, irgendwie sowas. Ich glaube, es kann dann irgendwie mit, durch Veränderung der Luftdichte wahrscheinlich dann einfach seine Umgebung erfassen oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das, auf jeden Fall ist es blind. Im Grunde ist es blind und hat eben halt so einen anderen Sinn, um das Ganze zu sehen. Warum gucke ich hier eigentlich nochmal rein? Warte, ah ne, wir müssen einmal den Lock öffnen, ne? Damit das Ganze getriggert wird. Das war hier gewesen, glaube ich. Haben Sie den Zugangscode gefunden? Ja. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Ja. Morley trug immer eine bei sich. Ja. Finden Sie. Kleine Frage, wenn das Alien, es hat ja diese tolle Animation. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Ich bin gerade mal überlegen, das Alien hat ja diese wundervolle Animation, wenn es da ja runterhüpft, ne? Wenn wir jetzt ganz geschwind einmal dort hinten hinlaufen, ich meine, da hinten mussten wir, glaube ich, eigentlich irgendwo den Code eingeben, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Wenn wir das jetzt machen, das könnte funktionieren. Wollen wir es mal ausprobieren? Ich laufe jetzt einfach mal. Na! Was? Oh! Oh! Oh, schön! Ja gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hey, das ist ja eine richtig erfolgreiche Folge heute wieder. Das wusste ich jetzt nicht, dass das unbedingt passiert. Dass sie dann schnurstracks dann direkt dorthin läuft. Schön, ja. Ganz genau. Diesen Korridor entlang. Ich komme mir langsam ein bisschen blöd vor. So, einmal, wo war's? Da, einmal Ditte, einmal Düdel und einmal Ditte. Super, Code akzeptiert und Zugriff gewährt. Dann suchen wir uns mal eben kurz wieder den Code raus und dann... Sie sind da. Das ist Morleys Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Ja. Mann, ich wäre echt der Meinung gewesen, dass du dann, während diese Animation durchgeführt wird, du dann wirklich einmal durchschlendern kannst quasi. Haben Sie den Zugangscode gefunden? Ja. Jetzt 1702. Ja. Morley trug immer eine bei sich. Ja. Finden Sie. Ja. Machen wir. So, dann verstecken wir uns direkt mal. Ich versuche nur. Oh, Kollege, halt doch mal die Fresse. Ey. Der labert ja noch mehr als ich, ey. So, ja, guten Tag, Herr Pümmelkopf. Boah, das sieht schon fies aus, ne? Hat er sich eigentlich eingecremt oder warum glänzt seine Haut so schön? So, er geht jetzt dort hinten lang. So. Und wir gehen jetzt mal schnurstracks. Ich würde gerne speichern. Okay, er läuft jetzt hier rein. Ich hoffe, der sieht mich jetzt hier nicht. Da sieht man es auch nochmal, da hat er jetzt eben halt diese Röhren hinten auf dem Rücken, womit er dann eben halt seine Umgebung erfassen kann. Okay, er läuft rechts rum. Okay, jetzt läuft er da lang. Ich will speichern. Bevor wir weitermachen, muss ich einmal speichern. Also kann ich, aber ich will es. Oh, jetzt geht er nochmal hier rein.
Jetzt geht er wieder raus? Was treibt der da wieder für ein Spiel? Ach nee, der ist doch reingegangen. Sah aus, als ob er rausgegangen wäre.